Regisseur, Schauspieler oder Make-up-Artist direkt am Filmset. Diese außergewöhnlichen Berufe zaubern vielen jungen Menschen ein Strahlen in die Augen. Nun, irgendwann hatte auch Brad Pitt mal seine erste kleine Sprechrolle und auch Steven Spielberg begann mit einem selbstgemachten Kurzfilm. Filminteressierte junge Menschen aus Hannover können sich nun in den verschiedenen Bereichen der Filmbranche einmal ausprobieren. Bei der Young Film Discovery Society. Annalena Lubitz und Kati Penz haben sich die Hollywood-Nachwuchswerkstatt mal angeschaut. Am Freitagabend kamen Filmemacher und die, die es noch werden möchten, im Medienhaus Hannover zusammen. Hier fand nämlich ein Filmfestival zur Eröffnung der Young Film Discovery Society statt, einer ehrenamtlichen Arbeitsgemeinschaft, bei der junge Filminteressierte ihre ersten Erfahrungen sammeln können. Der Initiator Daniel Herzenberger zu seiner Idee. Die Young Film Discovery Society ist eine ehrenamtliche Arbeitsgemeinschaft für junge Menschen im Alter zwischen 15 und 28 Jahren, die den Filmnachwuchs in Hannover und in der Region fördern soll. Das Ganze wird folgendermaßen aussehen. Es gibt zunächst mehrere Workshops, die vom Medienhaus Hannover angeboten werden. Und die Themen dieser Workshops, die richten sich nach den jeweiligen Schwerpunktinteressen der Teilnehmer. Am Abend wurden 5 Kurzfilme präsentiert, die den zukünftigen Teilnehmern zeigen sollten, wie sie mit einfachen Mitteln und wenig Budget einen solchen Film erstellen können. Dafür stand der hannoversche Regisseur Motti Jansen Rede und Antwort. Von ihm wurde sein erster und sein letzter Kurzfilm gezeigt, damit der Werdegang seiner Arbeiten präsentiert werden konnte. Selbst meine Eltern mochten sie. Also der erste Film, den ich gesehen habe, das war ein Film, der lief im, das war so eine erste Kameraübung und eine Filmübung fürs Studium. Und der lief auch auf einem Coming-Festival, witzigerweise. Ne? Außerdem war der Direktor des internationalen Filmfestivals Up and Coming, Burkhard Inhülsen, dort, der den zukünftigen Filmemachern erste Tipps zum Erstellen von Filmen gab. Musikalisch abgerundet wurde der Abend von David Günther, einem Violinisten, der auch schon Filmmusik komponiert hat. Junge Filmemacher können sich also seit Freitag für die ersten Workshops anmelden. Der erste Workshop wird starten am 12. April. Und zwar wird es da erstmal so grundsätzlich um Grundlagen gehen, wie zum Beispiel vom Drehbuch zum Film. Also wie schreibe ich ein Drehbuch und wie setze ich das dann in einen Film um? Genau, das sind dann die ersten Informationen, die vermittelt werden müssen, einfach um Grundlagen zu schaffen, die das filmische Wissen betrifft. Am 12. April geht's also los. Anmeldungen werden vom Medienhaus Hannover angenommen. Also steht der ersten eigenen Filmproduktion nichts mehr im Weg.